Liebe Frau Schmutz, liebe Frau Nowak-Thaler, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, geschätztes Auditorium, zuerst möchte ich Ihnen allen danken für die freundliche Aufnahme hier in Linz. Es ist mir wirklich eine große Ehre, heute nach vielen Jahren der Zusammenarbeit mit dem Lentos, dass ich Ihnen heute tatsächlich einige Ergebnisse meiner Beschäftigung mit dem Künstler Herbert Bayer hier vor Ort auch mit Ihnen teilen darf. In dem Vortrag soll es um den Weg Bayers vom Bauhaus ins amerikanische Exil gehen, also die Phase, bevor er seine spätere Frau Joella kennengelernt hat und die damit auch dem Fokus der Lentos-Ausstellung etwas vorgelagert ist. Und auch den Schwerpunkten in Landart, Malerei und Architektur, auf die er bereits hingewiesen wurde. Dennoch halte ich es wichtig für das Verständnis dessen, was später folgte, für wichtig, Ihnen einen Einblick in diese Phase von Bayers Leben zu geben. Eine Phase zwischen 1928 und 1938, die geprägt war einerseits, und das ist nicht erstaunlich, einerseits von der Bauhausmoderne, andererseits aber auch von seinen kommerziellen Ambitionen und schließlich von den Drangsalen in einem autoritären Staat, nämlich dem Hitlerdeutschland nach 1933. 1928, als er das Bauhaus Dessau in die Berliner Selbstständigkeit verließ und 1938, als die Nazis das Land stehlen kamen, wie er in seinem Tagebuch den Anschluss Österreichs beschrieb. Das war für ihn der letzte Auslöser, Nazi-Deutschland zu verlassen, bevor er zwangsweise zum Reichsdeutschen geworden wäre. Im Mittelpunkt steht bei mir das, wofür Herbert Bayer heute weltberühmt ist, nicht seine freie Kunst, auf die es Frau Nowak-Thaler ja ausführlich hingewiesen haben, sondern sein Wirken als einer der innovativsten Grafikdesigner des 20. Jahrhunderts, deswegen schließe ich auch sehr schön an Ihren Vortrag an, wie ich finde. Und ich habe mich entschlossen, heute die Zeit ab 1933 in den Mittelpunkt zu stellen. Das ist die Phase, die ich persönlich am spannendsten finde und es ist gleichzeitig die, über die vielleicht auch der größte Erklärungsbedarf besteht. Ziel meines Vortrags ist es, Sie am Beispiel Bayers, ich betone, am Beispiel Bayers zu sensibilisieren für die Situation eines Avantgarde-Künstlers in einer Diktatur, für die schwierigen Lebensentscheidungen zwischen Anpassung und Widerstand, zwischen Arrangement mit den Mächtigen und der Emigration und für die Echokammern, die einem ein richtiges Leben im Falschen vorgaukeln, solange bis sich die brutale Wirklichkeit ihren Bann bricht. Dazu gehe ich in drei Schritten vor. Ich beleuchte zunächst das persönliche Netzwerk von Herbert Bayer, das wesentlichen Anteil sowohl an seinem langen Verbleib in Deutschland hatte, als auch an seiner späteren Emigration. Einige Namen werden Sie wiedererkennen von Frau Nowak-Thaler. Danach widme ich mich zwei Zeitscheiben zu den Jahren 1933 und 1938. Und mein Vortrag endet dann mit einem kurzen Blick auf die verschiedenen Deutungen dieser Epoche zu Bayers Lebzeiten, von ihm selbst und danach. Eine wesentliche Grundthese meiner Untersuchungen lautet, dass Bayers persönliches Netzwerk aus Freundinnen, Kolleginnen und Mäzenen einerseits sein Leben in NS-Deutschland geprägt hat, weil es sein Bleiben lange rechtfertigte. Andererseits wurde aber auch seine Emigration, seine späte Emigration in die USA davon wesentlich beeinflusst, weil ihm dieses Netzwerk dann einen vergleichsweise komfortablen Start in den USA ermöglichte. Wie genau sah nun dieses Netzwerk Stand 1930er Jahre das persönliche Netzwerk Herbert Bayers aus? Zuerst ist wohl der Architekt, Design- und Ex-Bauhäusler Marcel Breuer zu nennen, eine Schlüsselperson im Netzwerk von Herbert Bayer, vielleicht derjenige Mensch, mit dem er die meisten innigen Erlebnisse und intimen Gedanken teilte und auch die ständige Jagd nach hübschen Mädchen. Die intensive Korrespondenz mit Leiko, so sein Spitzname, Breuers Spitzname, erstreckt sich auch über die Phase von 1935 bis 1937, als Breuer sich schon in London aufhielt und über dessen Emigration 1937 nach Cambridge in den USA, wo er auf Vermittlung von Walter Gropius eine Stelle an der Harvard University angeboten bekommen hatte. Damit ist eine weitere Hauptperson in Bayers Netzwerk genannt, Gropius, der frühere Bauhausdirektor und auch über sein Ausscheiden hinaus als Mr. Bauhaus, die zentrale Figur im Netzwerk der ehemaligen Bauhäusler. Eher genannt Pius, war ebenfalls 1935 nach London und dann 1937 nach Cambridge emigriert, begleitet von seiner Frau Ise, genannt Pia.
Die ist, Frau Nowak-Thaler hat es bereits erwähnt, für Bayers Netzwerk von ganz besonderer Bedeutung. Inzwischen ist es ja alles andere als ein Geheimnis, dass Herbert Bayer Anfang der 1930er Jahre ein Liebesverhältnis mit Ise unterhielt. Und obwohl beide das nach einer Aussprache mit Walter Gropius, sowas wie ein Übervater für Herbert Bayer, obwohl sie ihr Verhältnis nicht mehr auslebten, blieb die Beziehung nach wie vor intensiv geprägt, insbesondere von den Sehnsüchten Bayers. Wie die erhaltene Korrespondenz zeigt, pflegte Ise auch ein enges platonisches Verhältnis zu Laiko, und das Kleeblatt vervollständigte Xanti Schawinski, Bayers Trauzeuge und Pate seines Kindes Muzi, sie wurde auch bereits erwähnt. Schawinski war sofort 1933 schon nach Italien und 1936 nach North Carolina ausgereist. Dorthin hatte ihn Josef Albers eingeladen, und zwar als Dozent am legendären Black Mountain College, einem der Bauhaus-Epigonen. Ein anderes war das für Chicago geplante New Bauhaus, das der Bauhausmeister Laszlo Molinocz im Herbst 1937 nach Stationen in Holland und England eröffnet hatte. Moholy hatte Bayer eingeladen, als Dozent ans New Bauhaus zu kommen. Eine seiner wichtigen Perspektiven für einen Neuanfang in den USA, der sich aber schon bei Bayers Ankunft wieder zerschlagen sollte. Die zweite zentrale Option war das Angebot, eine Ausstellung für das Museum of Modern Art einzurichten. Eine große Bauhaus-Retrospektive, die der damalige Kurator John McAndrew organisierte und in der Durchführung komplett an Herbert Bayer delegierte, der dafür eine damals stattliche Summe von $1,000 als Startkapital in der neuen Welt erhielt. Der deutsche Museumsdirektor Alexander Dorner war 1937 ebenfalls in die USA emigriert und als Direktor des Museums der Rhode Island School of Design auch an den Vorbereitungen zur MoMA-Ausstellung beteiligt. Er wird gleich noch wichtig werden. Und eine weitere Unterstützerin von Herbert Bayer, die in der Literatur bisher überhaupt nicht beachtet wurde und vielleicht sogar auch noch ein Display bei Ihnen hätte verdient haben können, wenn man etwas mehr über sie wüsste, war Peter. Lady Noel E. Norton, Spitzname Peter, die Frau des britischen Diplomaten Clifford Norton. Sie spielt deswegen eine wesentliche Rolle, weil sie als Betreiberin der legendären London Gallery, also eine Londoner Galeristin, nicht eine amerikanische, eine Bayer-Ausstellung 1937 realisiert hatte. Und auf ihr ruhten auch vergebliche Hoffnungen von Bayer, dass sie eine Emigration finanziell oder mit Arbeitsmöglichkeiten unterstützen könnte. Und zwischen den Zeilen wird aus der Korrespondenz außerdem deutlich, dass Peters Interesse an Bayer ebenfalls möglicherweise mehr als beruflich war. Und als letzte Person will ich in das Netzwerk, das natürlich nur ein Ausschnitt aus Bayers Umfeld darstellt, seine erste Frau Irene einfügen. Mit ihr und dem gemeinsamen Kind Julia hielt er, obwohl sie da schon getrennt lebten, hielt er schon ab den frühen 1930er Jahren in Berlin die Illusion eines Familienlebens aufrecht. Irene sollte als damals sogenannte Halbjüdin und aber auch gebürtige Amerikanerin eine wichtige Rolle bei seiner Emigration spielen. Außerdem sein Geschäftspartner Willy B. Klar, mit dem er in Berlin einen Herrenclub unterhielt, den sogenannten 69er Bumheil Club, ein Freundeskreis, der sich jeden Montag wilden sexuellen Ausschweifungen im immer noch sündigen Berlin hingab. Und schließlich einer seiner ersten Freunde aus den Berliner Tagen, Bruno E. Werner, Herausgeber der Zeitschrift Die Neue Linie, deren Titelbilder, die Sie oben in der Ausstellung auch sehen können, einer der lukrativsten und prestigeträchtigsten Aufträge waren, die Bayer in den 1930er Jahren zu bearbeiten hatte und mit dessen Kind Muzi, also Herbert Bayers Tochter, in die Schule ging. Welche maßgebliche Rolle dieses Netzwerk für Herbert Bayers künstlerische und persönliche Entwicklung besaß, kann ich hier nur andeuten. Ich will es jetzt ausschnitthaft, wie versprochen, anhand von zwei Zeitscheiben vertiefen. 1933, gekennzeichnet durch das Ende der Beziehung mit Pia, und 1938, dem Jahr von Bayers Emigration in die USA. Grundthese ist hier, dass Bayers Arbeiten in den 30er Jahren eine unterschiedliche Systemnähe aufgewiesen haben, aber insgesamt betrachtet haben sie zu der Illusion einer Vielfalt in der Gleichschaltung beigetragen, an der die Nazis besonders interessiert waren. Und in jeder dieser Zeitscheiben habe ich exemplarisch ein Objekt als Highlight herausgegriffen, anhand dessen ich beispielhaft auch eine Verknüpfung zu Bayers Werk herstellen werde. Lassen Sie uns sofort ins Jahr 1933 springen. Ich erwähnte, es ist ein Jahr, das für Bayer überhaupt nicht wegen der
politischen Situation schwere innere Konflikte mit sich bringt. 1933. Nein, eher, weil seine intime Beziehung zu Ise Gropius endet. Sie hatte seit 1930 schon eine leidenschaftliche Affäre verbunden, die sie vor Bayers Frau und auch vor Walter Gropius geheim halten konnten. Gropius hat für Bayer immer sowas wie eine Vaterfigur dargestellt, was die Angelegenheit natürlich psychologisch weiter verkompliziert hat. Ich brauche jetzt nicht ins Detail zu gehen. Aber die Auseinandersetzung mit Walter Gropius, die dann zum Abklingen der Affäre führte, hat Bayer noch viele Jahre beschäftigt. Darauf nimmt meiner Ansicht nach auch das Highlight dieser Zeitscheibe Bezug. Sie können es im Original oben sehen in der Ausstellung. Bayers Fotomontage Selbstporträt aus dem Vorjahr. Es ist ein ikonisches Motiv, damals Teil einer Serie von Fotomontagen. Und die gängige Interpretation sieht diese Arbeit eher als eine surrealistische Fingerübung. Wir haben ja schon gehört, diese surrealistischen Tendenzen Anfang der 30er Jahre bei Herbert Bayer. Oder als eine Art Aprilscherz, mit dem die Betrachterin und der Betrachter verblüfft werden sollte. Und die Arbeit wird immer auch aus technischer Perspektive gelobt. Deswegen will ich Ihnen gerne mal Bayers Originalfoto zeigen, in dem er, wie man sieht, das herausgerissene Stück Arm mit einem Schwamm simuliert hat. Weiß man aber über seine emotionalen Verstrickungen zu jener Zeit, dann gewinnt diese Fotomontage eben doch eine zusätzliche Tiefe. Es ist eben nicht nur La Polar, sondern es ist meines Erachtens eine psychologisch komplexe Visualisierung seines inneren Konflikts und eine Allegorie auf die ihm entrissene geliebte Frau seines Mentors. Zurück zu Bayers Situation 1933, die sich auch bezüglich seiner eigentlichen Familie kompliziert darstellt. Obwohl das Paar getrennt lebt, lässt man sich wegen der befürchteten Auswirkungen auf die gemeinsame Tochter nicht scheiden. Irene Bayer-Hecht bezeichnet sich deswegen einmal als Bayers treu liebende Idiotin. Und tatsächlich sollte sie mit für Außenstehende unerklärlicher Leidensfähigkeit die vielen Demütigungen hinnehmen, die ihr Bayer mit seinem ausschweifenden Lebensstil und seinen sexuellen Eskapaden bereitet hat. Nur beispielhaft für die zahlreichen Liebschaften habe ich hier die deutsche Schönheitskönigin Friedel Körner und eine Französin namens Ninette abgebildet, die Herbert Bayer selbst fotografiert hat. Damit Sie sich einen persönlichen Eindruck von dem gewinnenden Wesen von Herbert Bayer verschaffen können, zeige ich Ihnen hier die meines Wissens nach einzigen existierenden Bewegtbilder von Herbert Bayer vor seiner Immigration in die USA. Sie zeigen ihn 1933 mit Tochter Mutzi bei einem Kurzurlaub an der Ostsee und diese Bilder waren für seine Frau Irene gedacht, die nicht mit dabei war. Was uns heute unheimlich erscheint vielleicht ist, dass in seinen Aufzeichnungen, Briefen und Tagebüchern aus diesem deutschen Schicksalsjahr 1933 nahezu keine Reflexe auf die politische Situation vorkommen. Bayer hat für sich weiter die ihm aus Gropius Bauhaus bekannte Fiktion des unpolitischen Künstlers aufrechtzuerhalten versucht. Doch wie stand es um seine Situation in den ersten Jahren der Nazi-Herrschaft wirklich? Er war nach wie vor selbstständiger Leiter des Dorland-Studios, die Grafikabteilung einer für die damaligen Verhältnisse relativ großen Berliner Werbeagentur, die auch international zu einem Inbegriff moderner Werbegestaltung machte. Sie haben es ja gerade eben auch schon erwähnt in Ihrem Vortrag. Am Zeitgeschehen störten Herbert Bayer hauptsächlich Nachteile bei der Auftragsvergabe. In einem Brief an Marcel Breuer vom Dezember 33 schreibt er, ich zitiere wörtlich, heute habe ich geglaubt, einen großen Auftrag zu bekommen, aber braune Herren haben diese Aussicht wieder zugemacht. Doch scheiße, es war Kacke. Bayers gebrauchsgrafische Arbeit der 1930er Jahre lässt sich unter dem Begriff der domestizierten Avantgarde zusammenfassen, die sich auch für Propagandazwecke prima instrumentalisieren ließ. Es tauchen in Quellen immer wieder Hinweise auf, dass Bayer mit seinem Studio Dorland einerseits Regimegegner unterstützt hat, etwa linke frühere Bauhäusler wie den Kommunisten Max Gebhardt. Und er nimmt für sich mehrfach ausdrücklich in Anspruch, er habe, Zitat, nie Heil Hitler gesagt oder für die Partei gearbeitet. Stimmt, aber er beginnt daneben eben auch regimenahe Arbeiten für die Berliner Messe zu schaffen. Bekannt sind natürlich seine Arbeiten im Zuge der Trilogie der NS-Großausstellungen. Beispiel sehen Sie oben in der Ausstellung. Von ihm, immer verharmlost, dienten alle drei Ausstellungen dem Regime als Propagandamittel ersten Ranges. Bayer war selbst nicht an der Ausstellungsgestaltung beteiligt, obwohl er da, wie wir gerade gehört haben, ja auch einige Erfahrung hatte. Er verantwortete hier nur in Anführungszeichen, die Drucksachen, insbesondere die publikumswirksamen farbigen Broschüren.
Wie grenzwertig diese Darstellungen heute zu bewerten sind, zeigt exemplarisch diese Seite aus dem Katalog des Wunder des Lebens von 1935, oben auch gezeigt. Bayer bestand immer darauf, dass die kleine Hitlerfigur am Rednerpult seine geringstmögliche Konzession an das Regime war, aber trotzdem fügt sich natürlich diese visuelle Allegorie Bayers auf die segensreiche Wirkung des Autobahnbaus nahtlos in das Propagandanarrativ des Naziregimes ein. Daneben sind aber auch andere schwierige Dinge überliefert, wo ich jetzt nicht ins Detail gehen werde, weshalb sich als Zwischenergebnis meines Erachtens eher nicht ableiten lässt, dass es sich bei Bayer um einen ästhetischen Widerstandskämpfer gehandelt habe, wie es manchmal heißt. Richtig ist, dass er konsequent seinem modernen Programm folgte, aber dies gleich als Widerstand zu interpretieren scheint, weder aus damaliger noch aus heutiger Sicht tragbar. Vielmehr hat Bayer dem Zeitgenossen attestierten, er habe keinerlei Berührungsängste mit den Machthabern gehabt und den sogar seine engsten Freunde als Star des Propagandaministers bezeichneten und er sich selbst als dessen anonymen Favoriten, ironisch. Vielmehr hat Bayer also durch seine wirkungsvolle Bildsprache einem bestimmten Segment der NS-Propaganda erst zum Durchbruch verholfen und gerade auch im Ausland dazu beigetragen, das Image des NS-Staates aufzumöbeln. Und ganz nebenbei hat sich Bayer damit auch zu, ich zitiere, einem der bestbezahlten deutschen Werbegrafiker aufgesprungen. Damit kommen wir zur zweiten Zeitscheibe, dem Jahr 1938 und Bayers Weg in die Emigration. Es wird hier jeden Rahmen sprengen, die Befindlichkeiten Bayers in den 30er Jahren im Einzelnen nachzeichnen zu wollen, das müssten Sie nachlesen. Aber es fällt eben doch auf, dass bei seinen Abwägungen immer wieder die Angst vor materiellen Engpässen eine zentrale Rolle spielt, wenn es um das Für und Wider einer Emigration geht, bei ihm, der ärmlich und fast mittellos ja ins Bauhaus gekommen war und auch die Zeiten in Weimar und Dessau in bitterer Armut erlebt hat. Für Bayer schien es undenkbar, aus Deutschland wegzugehen und sich auf eine unsichere Zukunft einzulassen, ohne finanziell zumindest kurzfristig abgesichert zu sein. Und auch wenn man konzediert, dass es damals sicherlich nicht ungefährlich gewesen wäre, politische Kritik schriftlich niederzulegen, trotzdem fällt auf, dass es auch 1938 in Bayers ganz privaten Briefen und Aufzeichnungen, seinen Tagebüchern, zwar durchaus einzelne NS-kritische Passagen gibt, aber die bezogen sich eben nie auf politische Sachverhalte, sondern eben immer wieder auf die Arbeitsbedingungen. Und dies lässt seine Ablehnung des Regimes fast als Reaktion auf eine unfaire wirtschaftliche Behandlung oder, wenn man es böse formulieren wollte, Sozialneid erscheinen. Allerdings ist auch für ihn irgendwann die Grenze des Erträglichen überschritten in Deutschland. Er ist Teil der Ausstellung Entartete Kunst. Die Lage wird für seine Frau als sogenannte Halbjüdin immer prekärer und aufgrund von Denunziationen aus dem eigenen Studio Dorland steht Bayer unter Beobachtung. Aber speziell die bevorstehende Annexion seiner Heimat Österreich, der er sich immer ganz besonders verbunden fühlte, die hat ihn erschüttert. Die Aussicht, damit zwangsweise zu einem Reichsdeutschen zu werden, die hat ihn tief schockiert hinterließ, wie Sie hier lesen können. Ihm waren die Widersprüche, in denen er lebte, durchaus bewusst. Er spürte, dass es kein richtiges Leben im Falschen geben kann. Sein Plan für die Emigration hat aber eine längere Vorgeschichte. Vorbereitet wurde sie im Grunde durch seine Ausstellung in der London Gallery der besagten Lady Norton im April 1937. Diese Ausstellung hat er schamlos gegenüber dem Regime mit potenziellen Deviseneingängen für die deutsche Wirtschaft begründet, aus möglichen Kunstverkäufen. Tatsächlich ist er aber ohne Genehmigung der Reichskammer der Bildenden Künste nach London gefahren. Er hat dann einen wesentlichen Teil seiner Werke einfach dort gelassen und die sind ihm dann später nach Amerika gefolgt. Gemeinsam mit Marcel Breuer, der mittlerweile in England lebte, reiste er dann im Sommer 1937, kein Versprecher, 1937 in die USA. 1937, als die wesentlichen Personen seines Netzwerks in Amerika schon eine neue Heimat gefunden hatten. Walter und Ise Gropius hatten in ihrem Haus in Providence, Rhode Island, ein Treffen von bereits in die USA emigrierten Bauhäusern arrangiert, darunter fast das gesamte persönliche Netzwerk von Herbert Bayer, wie Sie hier sehen können. Die versammelten Bauhäusler haben dort die Statuten des in Chicago neu gegründeten New Bauhaus diskutiert und eben auch die 1938 im MoMA geplante Bauhaus-Retrospektive. Ergebnis des Treffens: Bayer wurde damit beauftragt, nach seiner Rückkehr nach Deutschland Objekte für die Retrospektive bei in Europa lebenden Bauhäusern zu sammeln und außerdem die Ausstellung und den zugehörigen Katalog federführend zu gestalten.
Bayer war also bereits in den USA 1937 gewesen, ist nach Deutschland zurückgereist, um dann 1938 regulär zu emigrieren. Moni Notch hat ihm außerdem bei der Gelegenheit gleich einen Lehrauftrag für Werbedesign am New Bauhaus angetragen, das er ja leitete. Und nun sah Bayer sie eben tatsächlich gekommen, die große Chance für seinen kalkulierten Abschied ins Exil mit Optionen in der neuen Heimat. Nach Verwicklungen, die ich hier nicht im Einzelnen darstellen kann, und es wurde erwähnt, letztlich war es Irene Bayer, die Bayers Angelegenheiten in Deutschland regelte, bevor sie selbst, die sogenannte Halbblühin, gerade noch mit der Tochter Muzi in die auswandern konnte auf einem der letzten Schiffe. Nach vielen Verwicklungen also kam Bayer schließlich am 22. August 1938 an Bord der Bremen in Neuerk an. Sein Vermächtnis an Deutschland erschien zwei Monate später. Er war also schon in den USA. Erschien im Oktober 1938 als Titelseite der Fachzeitschrift Gebrauchsgrafik, die zuvor so viel für seine Popularität in Nazi-Deutschland geleistet hatte. Sie sehen die Exemplare oben in der Ausstellung aufgeschlagen. Es ist eine kongeniale Visualisierung seines Berufsbildes. Avantgardistisch, ja doch zumindest modern, 1938 so an deutschen Kiosken. Aber ich will ihn auch den Tiefpunkt von 1938 nicht unterschlagen. Seine letzte Konzession an den Führerstaat, eine Mussolini-Allegorie für das Italien-Sonderheft der neuen Linie. Und hierzu hatte ich letztens eine interessante Diskussion mit einigen Gestaltern. Man könnte auch argumentieren, dass der versteinerte Mussolini eingepfercht in dieses Blatt von einer Säule durchbohrt wird. Das ist vielleicht sogar eine Art versteckte Kritik, eine Art Karikatur sein könnte. Das ist ein interessanter Ansatz. Aber wenn das so geplant gewesen wäre, hätte Bayer es sicher nach dem Krieg zu seiner Entlastung angeführt. Das hat er nicht getan. Vielmehr fand dieses Blatt eben den großen Beifall sowohl der Nazis als auch der Faschisten in Italien, weil es das Monumentale, für das ja auch Mussolini stand, sehr schön visualisiert hat. Deswegen bleibe ich dabei. Bayer kreierte hier einmal mehr eine seiner unverwechselbaren Bildmontagen, eine perfekte, den damaligen Machthabern willkommene grafische Lösung, aber letzten Endes eben doch nichts anderes als faschistische Propaganda. Meine 30 Minuten sind jetzt gleich um, ich komme deswegen zu einem Fazit. Mit einem abschließenden Blick auf die Deutungen, die diese Phase in Bayers Leben später erfahren hat. Zusammenfassend lässt sich nämlich sagen, dass der akademische Blick auf Bayers Schaffen in 1930er Jahren lange durch seine eigenen gezielten Strategien der Selbstpräsentation verstellt wurde. Herbert Bayer, und das mag vielleicht erstaunen, war schon unmittelbar nach dem Krieg eine Biografie gewidmet, The Way Beyond Art, eben seines Freundes Alexander Dorner. Es ist erschienen 1947 als Schrift des Museums of Modern Art, wo knapp 10 Jahre vorher auch die Ausstellung stattfand, in einer eigenen Gestaltung von Bayer. Insgesamt handelt es sich um eine einzige Lobpreisung, die Bayer, wie er damals in Begriffen bekannte, selbst etwas peinlich war. Selbst Bayer war das peinlich. Jenseits der ausufernden Werkanalysen finden sich zu dem uns interessierenden Zeitraum ganze 12 Zeilen auf über 200 Seiten. Und Sie können hier einen Auszug lesen. Bayer wird eben da als ästhetischer Widerstandskämpfer gegen das totalitäre Regime gezeichnet, der Deutschland erst dann Richtung USA verließ, als sein Aufbegehren gegen die Diktatur aussichtslos erschien. Dass diese Darstellung bei genauer Durchsicht der Unterlagen nicht haltbar ist, sollte mein Vortrag angedeutet haben. Aber man muss auch die Entstehungszeit berücksichtigen. Donners ganzes Buch ist ein Beitrag zur Entnazifizierung des Freundes, um ihm sein Fortkommen in den USA zu erleichtern. Und das ist aus heutiger Sicht mehr als verständlich. 20 Jahre später, 1967, hat Bayer selbst ein Buch vorgelegt, das auf Englisch in New York und auf Deutsch erschien und eine Art Gesamtdarstellung seines Werks repräsentiert. Wieder war der Publikationszeitraum geschickt gewählt, kurz vor dem großen Start der Wanderausstellung 50 Jahre Bauhaus, die ab 1968 durch die ganze Welt tourte, mit Unterstützung auch unter anderem des Goethe-Instituts. Und für die Herbert Bayer Katalog, Ausstellung und Koordination übernommen hat. Hier findet sich auf 211 Seiten wieder nur eine lapidare Passage im Wortlaut. Die politischen Verhältnisse in Deutschland der 30er Jahre veranlassten mich, nach den Vereinigten Staaten zu emigrieren. Punkt. Auch das Werkverzeichnis des Buchs blendet die Arbeiten im und für das Dritte Reich fast vollständig aus. Aber noch fataler,
In der erwähnten Monographie zeigt er ein aus seiner Sicht vorbildliches Plakat aus der ADAIFA-Kampagne 36-37 für eine, so damals, artgemäße deutsche Kleidkultur. ADAIFA, die Sie vielleicht nicht kennen werden, steht dabei für die Arbeitsgemeinschaft deutsch-arischer Fabrikanten der Bekleidungsindustrie. Wie der Name bereits sagt, eine unangenehme Organisation, deren Hauptziel war, die jüdischen Einflüsse aus der Modebranche zu eliminieren. Es erscheint schon fragwürdig, dass Bayer seine Arbeit für eine solche Organisation noch 1967 zeigbar fand, aber für ihn war die klare und aufs Wesentliche reduzierte Symbolik dieses Plakats bemerkenswert. Und Sie können es oben auch im Original sehen. Ich bin Frau Nowak-Thaler sehr dankbar, dass sie auch dieses Plakat ausgewählt hat. Denn mit heutigen Augen ist was ganz anderes bemerkenswert. Dass das Plakat nämlich glatt auf 1930 vordatiert hat, also in die unverdächtige Zeit vor der NS-Herrschaft und in eine Zeit, in der die ADAIFA noch gar nicht existiert hat. Aber damit nicht genug. Bayer hat noch mehr eingegriffen, wie der Abgleich mit dem Originalplakat zeigt, das erst nach dem Tod von Joella Bayer der Öffentlichkeit bekannt wurde, das sie auch hierher übergeben hat. Sie sehen links in Farbe das Exemplar, das Bayer bei seiner Ausreise 1938 dem Dorland-Archiv entnommen hat und zu seinen Lebzeiten nie mehr gezeigt wurde. Und nun erkennen wir, dass Bayer 1967 auch das ADAIFA-Logo gesperzt hat, um den verdächtigen Slogan Ware aus arischer Hand zu entfernen, der noch dazu in Fraktur gehalten war. Aber noch auffallender, im Slogan hat er die vierte Zeile aus arischer Hand einfach retuschiert, als hätte es sie nie gegeben. Ist natürlich undenkbar, dass solch ein massiver Eingriff von anderer Seite als von Bayer hätte erfolgen können in seiner eigenen Publikation. Und alle drei Punkte zusammenkommen genommen kann man letztlich nur von einer vollwissentlichen Klitterung seiner eigenen Biografie sprechen. Und wenn sich das im Jahr 1967 durchaus erklären lässt, wer wollte damals schon als Werber für eine offen antijüdische Organisation in Erscheinung treten? Bezeichnend erscheint, dass Bayer lieber nachträglich vertuschend eingriff, weil er eben von der ästhetischen Qualität seines Entwurfs so überzeugt war, als einfach auf ihn zu verzichten, was er hätte tun können. Dieser schwierige Umgang mit der eigenen Biografie erinnert an eine Einschätzung, die der ehemalige Bauhausschüler Jesequiel Kirschenbaum damals schon in der Emigration in einem Brief an Paul Citroen 1938 äußerte, Januar 38, also der Monat, in dem Bayers Mussolini-Cover an den Kiosken lag. Ich zitiere, ein Mensch mit Gesinnung holt Herbert Bayer nicht nach Amerika, wo es dem in Deutschland alles Piepe war. Die Hauptsache, als erster Nazi-Plakatzeichner zu gelten. Nein, mein Lieber, Gesinnungsschwein bleibt Lump. Mein eigener Eindruck am Ende der Untersuchung ist versöhnlicher. Herbert Bayer scheint mir weniger ein Proponent of Nazism, wie ihm schon vorgeworfen wurde. Aber genauso wäre es, wie Krause bilanziert, unehrlich, Bayers Arbeiten lediglich als Irrläufer in der Frühphase der Nazi-Diktatur zu betrachten. Um diesen Widerspruch zwischen dem auch vom Regime wohlgelittenen Ausnahme-Werbekünstler von hoher Popularität und seiner tiefen, auch vollkommen glaubwürdigen Opposition gegen die Nazi-Macht habe. Um diesen Widerspruch zu erklären, will ich an dieser Stelle abschließend gern das Konzept der Echokammern aus der Kommunikationswissenschaft bemühen, das, Sie haben es vielleicht schon gehört, derzeit stark diskutiert wird. Die Metapher der Echokammer bezeichnet dabei eine weitgehend geschlossene Kommunikationsumgebung, in der Gleichgesinnte sich gegenseitig in ihren Meinungen bestätigen, man also permanent das Echo der eigenen Einstellungen vernimmt, abgeschieden von der Außenwelt, in der es ganz anders zugehen kann. Und natürlich wird heute dieses Konzept hauptsächlich auf Social Media und durch die Algorithmen gesteuerte Einspielung von Informationen angewendet, klar. Ich rege aber in Analogie eine Adaption auf Bayers Situation in Nazi-Deutschland an. Er hielt es, so meine These, in Berlin auch deswegen lange aus, weil er sich in seiner persönlichen Echokammer eingerichtet hatte, einem eingeschworenen Kreis von Freunden, erfüllt von erotischen Abenteuern, die ihm eine Flucht aus dem trüben Alltag erlaubt haben und die ihm auch erlaubt haben, als sich eine eigene Weltsicht zurechtzulegen, in der viele störende Elemente einfach ausgeblendet blieben und der es ausreichte, nicht Heil Hitler zu sagen. Und in der er seine regimenahen Arbeiten dahingehend umdeuten konnte, dass er zumindest niemals direkt im Auftrag von Partei- oder Nazi-Behörden tätig war. Und geradezu als symptomatisch für seine Haltung kann dann sein,
lamoyanter und doch neiderfüllter Brief an Gropius aus dem Jahr 1941 gelten, wo er, der große Klassikliebhaber anlässlich Hitlers Überfall auf Griechenland, wo er aus seinem inzwischen warmen Nest in der amerikanischen Emigration über die Deutschen schreibt, die geblieben sind in Deutschland, dass man nicht umhin kann, jeden Einzelnen, der dort noch mitmacht, was er selbst bis kurz vorher noch getan hat, jeden Einzelnen, der dort noch mitmacht, zu beschuldigen, wenn es auch ungerecht sein mag. Aber mich persönlich würmt deren Erfolg am meisten. Und ich schließe mit einem Bild, wie es im Nachhinein kaum symbolischer für Bayers Zerrissenheit in jener Zeit stehen kann. Seine Neujahrskarte für das Jahr 1942, da war er bereits mit Joella liiert, die er ansässig die Bauhausausstellung in New York kennengelernt hatte. Die Karte ist eine Adaption seiner berühmten Fotomontage Der einsame Großstädter, die oben hängt in der Ausstellung von 1932. Mit der einen Hand die schneebedeckten Fingerspitzen seiner österreichischen Heimat in unschuldigem Weiß, rein wie sein Gewissen, und die der anderen Hand bluttriefend für die Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die er zwar nicht unterstützt, zu denen Bayer aber zumindest geschwiegen hat. Ich danke Ihnen herzlich für Ihre Geduld.